Beim FC Bayern München, da wird es einen Umbruch im Sommer geben. Nicht nur auf der Seite der Käufe, sondern es werden wohl auch einige Stars zum Verkauf stehen. Thomas Tuchel, der soll kräftig aussortieren, um eben Platz für seine Wunschspieler zu schaffen. Welche Spieler da jetzt konkret mit gemeint sind und welche hochkarätigen Stars man wirklich abgeben könnte, das erfahrt ihr hier in diesem Video. Vorab lasst ihr ja gerne ein Like auf das Video da und natürlich auch ein Abo auf den Kanal, um nichts zu verpassen. Und wir fangen einfach mal direkt mit dem, ja ich sage mal, offensichtlichsten Kandidat an und das ist natürlich Sadio Mané. Denn mit der Leistung von Sadio Mané, da sind nicht nur die Bayern-Bosse nicht einverstanden, sondern eben auch Thomas Tuchel. Mittlerweile glänzt er ja auch mit Leistungen abseits des Platzes. Ich sage nur Stichwort Prügelei mit Sané. Und aus dem damals so gefeierten Weltklasse-Transfer wurde mittlerweile ein Fehleinkauf. Und genau diesen Fehleinkauf, den möchte man jetzt im Sommer eben korrigieren. Und damit Sadio Mané abgeben. Man hat ihn für 32 Millionen gekauft und man hofft natürlich, ihn für eine ähnliche Summe wieder abgeben zu können. Potenzielle Abnehmer sind wahrscheinlich Clubs aus der Premier League, denn dort genießt er natürlich noch ein hohes Standing. Ein weiterer Offensivspieler, der wahrscheinlich auf dieser Liste landet von Streichkandidaten, ist Serge Gnabry. Denn mit ihm sind die Bayern-Bosse und Thomas Tuchel auch absolut nicht zufrieden. Thomas Tuchel hat ihm jetzt mehrfach die Chance im Sturmzentrum gegeben, aber Gnabry konnte sich nicht belohnen. Und genau deswegen heißt es eben aus Internas, dass man ihm jetzt wohl keine Chance mehr geben möchte. Die Sportbild hat auch darüber berichtet, dass Tuchel so ein bisschen, ja, ich sage mal, genug getestet hat mit Gnabry im Sturm und jetzt eben auf andere Alternativen setzen will. Und wenn Gnabry sich jetzt in dieser noch laufenden Saison nicht wirklich fängt, dann könnte natürlich auch ein Abgang im Sommer eine potenzielle Lösung sein. Denn der FC Bayern München, die wollen unbedingt ein bisschen Geld verdienen, um eben im Sommer dann den großen Umbruch einzuleiten und einen absoluten Weltklasse-Stürmer zu holen. Mit wem man auch sehr, sehr viel Geld verdienen könnte, das ist beispielsweise Leon Goretzka. Versteht mich nicht falsch, der steht jetzt nicht auf irgendeiner Abschiedsliste oder sonst was, aber es ist jetzt immer mal wieder durchgeklungen, dass Thomas Tuchel, ja, ich sage mal, im Mittelfeld auf jeden Fall mehr Spieler braucht, beziehungsweise mit der Leistung von Leon Goretzka absolut nicht zufrieden ist. Und wenn das eben der Fall sein sollte, dass sich dieser Vorgang oder dieser Gedankengang einfach noch erhärtet und verstärkt, dann ist ein Abgang im Rahmen des Möglichen. Alternativen, die gibt es da auch genug. Beispielsweise galt Frankie de Jong, als Thomas Tuchel noch Chelsea-Trainer war, als absoluter Wunschspieler von diesen. Und er wurde auch in den letzten Jahren immer mal wieder mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. Auch Nagelsmann fand ihn nicht schlecht. Von daher könnte man hier auch einen Spieler kaufen. Und beim FC Barcelona weiß man, die müssen ja auch den einen oder anderen Spieler im Sommer abgeben, um beispielsweise Gavi zu halten. Thema Gavi ist quasi auch eine weitere Option. Auch der wird immer wieder mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. Vertrag, der läuft anscheinend im Sommer aus, da man den neuen Vertrag nicht registrieren kann. Er wäre damit eine ablösefreie Alternative im Mittelfeld. Aber man muss sagen, man hat mit Konrad Leimer ja eigentlich schon einen Transfer getätigt. Möglicherweise wird dann nichts mehr auf der Habenseite passieren, aber ein Leon Goretzka-Transfer, das wäre schon krass. Das sind auf jeden Fall die drei Stars, die auf dieser Abschiedsliste stehen, die auch nochmal richtig Geld einbringen würden. Natürlich, Bruno Sarr, da muss ich euch nichts sagen, der wird mittlerweile wahrscheinlich von Uli Hoeneß persönlich wahrscheinlich zu einem anderen Club gefahren werden. Aber da ist der Abgang natürlich relativ unwahrscheinlich. Auch Mathis Tell, der wird immer wieder mit einer Laie in Verbindung gebracht, weil er eben nicht die Spielzeit bekommt, die er eigentlich braucht, um sich weiterzuentwickeln. Wird, denke ich, auch eine Option sein, die die Bayern ziehen könnten, wenn im Sommer wirklich ein absoluter Top-Stürmer kommt. Denn er ist noch so ein bisschen unter den Erwartungen und man muss ganz klar sagen, er war jetzt öfter mal verletzt und ist auch noch ein sehr, sehr junger Spieler und er braucht einfach Spielzeit. Spielzeit, um sich weiterzuentwickeln, denn er wird sich nicht im Training zu einem Weltstar entwickeln, aber vielleicht bei einer Laie. Was haltet ihr? Welchen Spieler würdet ihr noch abgeben oder was haltet ihr von diesen potenziellen Abgängen? Eure Meinung gerne in die Kommentare, ich bin sehr gespannt. Bis dann, Leute. Ciao.